Karel, wie kommt ein erfolgreicher Show- und Schallplattenstar dazu, Weihnachtslieder zu singen? Überall in der Welt werden Weihnachtslieder gesungen. Für mich sind sie Ausdruck der Gefühle, die uns alle verbinden. Dazu möchte ich gerne auf meine Weise beitragen. Sie sagen auf Ihre Weise, sicher meinen Sie damit den besonderen Klang, den Sie für viele der bekannten Weihnachtslieder gefunden haben. Er erinnert mich ein wenig an Spiritual-Gesänge oder auch Soul-Sound. Karel, was sagt Ihr Publikum bei Ihren Tourneen zu diesem Karel-Gott-Klang? Ich glaube, man hört ihn gern. Junge Menschen, aber auch ältere Menschen sagen mir, dass diese alten Lieder durch den zeitgemäßen Klang ihnen wieder viel näher gekommen sind. Eine neue Art von Musik ist nun auch in die Kirche eingezogen. Spiritual und Soul haben wir gerade erwähnt, aber auch Jazz hört man immer häufiger von der Kirchenempore. Karel, Frage an Sie. Würden Sie Ihre Version der Weihnachtslieder auch in der Kirche singen? Oh, das habe ich schon. Ich habe die Weihnachtslieder sogar für eine Langspielplatte in einer Kirche aufgenommen. Das war in der gotischen Steinkirche in Prag. Dazu gehört dann auch das Ave Maria von Franz Schubert, für das Karel eine ganz neue Form gefunden hat.